merken, neue Schuhe immer mit Socken einlaufen. Au! Ich habe eine Hacke jetzt. Auf eine Stelle. Ich hoffe, es dauert nicht gleich die Schuhe ein. Ich gehe auf jeden Fall direkt nach Hause, ohne die Runde ganz zu beenden. Au. Doof. Das wird echt blöd. Meine Schleife ums Haus rum. Die lasse ich erstmal weg, weil ich kaum noch wirklich vorwärts komme. Ich muss die Schuhe ausziehen, aber nein, lieber nicht. Diese Katze, oder? Und das sieht wieder so aus, als wenn sie nach dem Putzen vom Boden umgefallen ist. Da steht er einmal nur noch da, weil er noch nass ist. Nicht in den Schrank kommt deswegen. Ja. Aber ja, was soll man dazu sagen? Umlauf liegt da hinten. Man sieht es wahrscheinlich gar nicht richtig. Warte mal. So, ich zoome mal ein bisschen. Wow, man sieht ihr Ohr. Ist ja der Wahnsinn. Aber da liegt sie halt immer, ne? Ach ja. Und fällt ab und zu da runter. Also diese neue Leitung ist echt der Hammer. Ich habe ja gerade den Blog geschnibbelt und hochgeladen und währenddessen noch die Neuzugänge für Juni geschnibbelt, dass ja für euch auch heute, für mich morgen, online geht. Und während ich das geschnibbelt habe, ist der Blog schon hochgeladen. Das heißt, ich kann jetzt direkt, wenn das andere Video gespeichert ist, weil das ist nämlich noch nicht, das nächste Video hochladen. Wahnsinn. Irre. Wirklich irre. So muss das sein. So gefällt mir das. Genau. Ich bin jetzt mit Videoschnibbeln für heute fertig. Und ich habe kein Schreibtagebuch gedreht, gemacht, getan. Ich werde im August wieder neu durchstarten mit allem und dann gucken wir einfach weiter, weil es hat jetzt einfach keinen Sinn. Es ist einfach gerade ein bisschen wirr in meinem Kopf. Ich muss meinen Kopf wieder mal entwirren. Irgendwie ist da gerade wieder die Luft raus. Habe ich so ein Gefühl, ich habe noch keine Ahnung, wie ich es anstellen soll. Ich muss mal gucken, dass ich da irgendwie mal wieder so ein bisschen Me-Time mache. Und alles ein bisschen sortiere. Mental sortiere. Nicht die Sachen sortieren, sondern mental sortieren. Da ist gerade wieder irgendwie ein Knoten am Hirn, habe ich das Gefühl. Schauen wir mal, ob das irgendwie wieder funktioniert. Wir haben auch heute erfahren, wie es im August weitergeht, das heißt erfahren, ein bisschen erfahren, also für das im 1. August, dass wir umgesetzt werden, ob die Schreibtische umgesetzt werden, mit konnte uns doch keiner sagen, wir wissen es nicht, ob wir da sitzen bleiben dürfen oder nicht. Ich hoffe es sehr, es ist einfach eine Katastrophe. Ich habe keine Ahnung, wie es danach weitergeht, ehrlich gesagt, also wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie es ab nächste Woche weitergeht. Es ist so unfassbar, dass man Leute, vor allem, ja, es wurde ja nicht dagegen aufgestemmt von den Mitarbeitern, also gehe ich davon aus, dass es so, dass es ein Verständnis ist. Er hat mit jedem Einzelnen gesprochen. Nope. Allein so eine Erklärung, ne? Das ist schon, das ist echt heftig. Also wirklich, wir warten jetzt Donnerstag ab. Da gibt es vielleicht nochmal neue Infos. Aber ansonsten ist es echt Wahnsinn. Gucken wir mal. Schauen wir mal, ob keiner guckt, gell? Wir wissen es nicht. Vor allem mitten in so einer Situation, wo nicht alle vor Ort sind, wo auch noch gesagt wird, wir sollen möglichst immer noch nicht ins Büro kommen, weil eben noch nicht alles wieder schnicki ist, etc. pp. Sollen wir möglichst noch zu Hause bleiben und die Präsenzzeit aufs Minimum, wenn überhaupt, reduzieren, nur wenn es wirklich, wirklich notwendig ist. Und dann machen die so eine Schwachsinnssachen mit irgendwelchen Umorganisationsgedönse, vor allem so. Es macht einfach keinen Sinn. Ganz ehrlich, es macht keinen Sinn für uns. Alle macht es keinen Sinn. Es ist komisch. Aber egal. Gucken wir, was kommt. Vielleicht wissen wir
Donnerstag mehr, beziehungsweise dann wahrscheinlich einfach Freitag mehr. Oder Donnerstag, ja, doch, ich denke mal Freitag mehr. Ja. Es. Oh Gott, und man kann nicht mehr drüber lachen, weil es ist einfach nur lächerlich, ganz ehrlich. Es ist lächerlich. Okay. Schauen wir mal. Drückt uns mal die Daumen uns allen, dass alles irgendwie sich regelt und alles irgendwie Sinn ergibt, vor allem. Ich möchte einfach nur einen Sinn dahinter sehen, das wäre super. Und halt Antworten auf Fragen haben und wissen, wie es weitergeht einfach. Keine Ahnung. Es ist schon lustig, wie man sich selbst wunderbar widersprechen kann, um es endlich zu merken. Für mich, jetzt ist es mir gerade aufgefallen. Jupp, 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 jupp. Er ist wieder oben, also hier unten. Einerseits sagte ich ihm vor ein paar Tagen, dass ich gar nicht mehr auf die Leseliste achten will, beziehungsweise nicht Leseliste, hier, Lesemol achten will, was ich gelesen habe, bla bla bla. Andererseits habe ich jetzt heute ein Video gedreht, das genau dem widerspricht, was ich da gesagt habe. Aber ich hatte Lust drauf, dieses Video zu drehen. Wirklich Lust drauf. Ja, aber an sich will ich tatsächlich gar nicht mehr darauf achten, wie viele Bücher ich wie, wann, wo, warum lese. Es soll einfach Spaß machen. Lesen soll Spaß machen. Im Moment bin ich sehr, sehr froh. Ich, ab und zu früh seitens habe ich schon mal gesagt, also vor allem heute habe ich schon selber raufgeschielt. Aber ja, ich möchte einfach wieder dahin zurück, wo ich war. Ich sag grad, neu sortieren, alles irgendwie im Kopf aufräumen. Kennt ihr sowas? Nee, einfach so, weiß ich nicht. Einerseits will ich halt bestimmte Dinge machen. Ach Gott, nee, das ist jetzt auch falsch ausgedrückt. Also, einerseits möchte ich Dinge nicht machen, andererseits möchte ich Dinge machen. Also, in meinem Kopf widerspricht sich gerade wirklich alles komplett. Deswegen sage ich, ich muss unbedingt mich neu sortieren im Kopf, weil da einiges durcheinander gerüttelt ist. Ah, Chaos im Kopf. Es ist nicht mal... Nö. Diesmal sind jetzt keine Gedankenkarusselle, sondern wirklich einfach nur Wollknäule, mit denen wahrscheinlich die beiden hier gespielt haben. Dann Moonlight oder so, keine Ahnung. Aber es ist einfach total verquer. Aber gut. Es gibt sich auch wieder... Ich warte jetzt einfach mal ab. Was der August bringt, da will ich einiges ändern. Da verändert sich ja sowieso alles. Also von daher kann man auch dann hier nochmal einiges ändern, nochmal einen Cut machen und nochmal sagen, okay, wir gucken mal, wohin die Reise geht. In allen sämtlichen Situationen und in allen Bereichen. Warum nicht? Und eh alles durchgeschüttelt wird, kann man so richtig durchschütteln und neu sortieren. Oder? Finde ich mal schon. Ah, das ist an diesem Platz da oben so. Ich muss es echt mal enthaaren da oben. Sobald da niemand liegt und ich hier bin, muss ich das mal enthaaren. Das ist ja furchtbar. Ich habe auch gesehen, aber im Lesesessel hinten, wo Moonlight immer durchswitcht, ja, um da hinzukommen, ist auch so ein ganzer Streifen Fell. Ah, muss ich auch enthaaren, sobald sie nicht mehr. Vorhin war sie nicht, da hätte ich es machen können, habe ich es vergessen. Sie da. Ach ja, wenn man nicht dran denkt. Und erst wieder dran denken, wenn da wieder jemand sitzt. Egal. Ja, wollte ich nur nochmal gesagt haben. Nicht, dass ihr euch wundert, wenn diese Woche, nächste Woche, diese Woche, ich glaube, es ist diese Woche noch, ein Video online geht, das sich total dem widerspricht, was ich vor kurzem in einem Vlog gesagt habe. Nur mal als kleiner Teaser. Dass das halt nicht gewollt, dass ich mich selbst widerspreche in so einer Hinsicht und ich mich einfach nochmal neu finden muss und neu probieren muss und ich versuche neue alte Dinge und alte Dinge in 2.0 oder so ähnlich, also neu sortiert, neu organisiert. Nee, ich rede total wirres Zeug. Seht ihr, und genau so ist es in meinem Kopf. Wirklich, original so ist es in meinem Kopf. Ich kriege die Worte nicht zusammen, die ich raushauen will, die ich sagen will, das ist einfach ein Wollknäuel, was nicht
was nicht wirklich vorhanden ist. Also das ist vorhanden. Nein, das ist vorhanden. Natürlich ist es vorhanden. Oh Gott. Ich rede mich um Kopf und Kragen. Und tschüss jetzt hier. Also, während ich hier gesessen und gelesen habe, habe ich gerade ein Geräusch gehört. Ein nagendes Geräusch. Also bin ich auf dem Balkon. Was ist denn das? Klingt, als wenn jemand, also ein Nagetier futtert. Ja, so. Und richtig, nach langem Suchen habe ich das Eichhörnchen entdeckt, was da hinten im Baum saß und irgendwas mit Schnabel hatte. Lange kein Eichhörnchen mehr gesehen und schon gar nicht auf der Seite. Da war schon lange keins mehr. Ich glaube, das letzte waren die Eichhörnchenfamilie auf der anderen Seite. Ich bin mir nicht sicher, ob das andere Eichhörnchen das da mal war. Da war dieses Jahr auf jeden Fall auch schon mal eins. Aber es ist auf der Seite echt selten. So, Nagen halt, ne? Oh, ich kann nicht nachmachen, wie Nagen geht. Ich sag gar nicht. Ist das die Wärme? Ich weiß es nicht. Aber es ist heute gar nicht so schön wie gestern. Okay, wir haben 27 Grad in der Wohnung, also. Und draußen ist es genauso. Ich dachte gerade, es wäre genau gleich. Draußen 27,9, drinnen 27,3. Ja. Nun gut. Ich habe ein Eichhörnchen gesehen. Und ich habe mehr Zeit. War schon lange nicht mehr. Heute melde ich mich total oft, oder? Ich habe gerade ein bisschen reingeschnuffelt in Karlchen Live auf Instagram, also und woanders überhaupt. Und da wurde gesagt, dass wir in Elstal irgendwann auch die Raupenbahn bekommen, was eine zweite Achterbahn bedeuten würde. Ich meine, sie ist kleiner, ja. Aber egal. Ist mir das doch egal. Und nächste Woche ist der Typ, der diese Live-Dinger am Dienstag macht und diese Rideshow quasi in Elstal und fährt K2. Also die Achterbahn. Die Achterbahn. Die ich jeden Tag sehe, wenn ich ins Badezimmer gehe, weil wir da so eine Dia-Show haben und ich immer denke so, ich will Achterbahn fahren. Ja. Ich bin sehr gespannt. Oh, nein, der muss aber gucken, wie das funktioniert, weil die ja in dem Keller, also im Dark Ride, kein WLAN haben. Wie das da funktioniert. Mal schauen. Aber hey, finde ich nicht schlecht. Nächste Woche muss ich mir nur merken, Dienstag, nächste Woche, Karlchen gucken. Ich meine, ich kann es auch hinterher gucken, man, diese ganzen Sachen werden, glaube ich, aufgezeichnet. Wie ich es richtig gesehen habe in der Karls-App, die ich inzwischen auch habe. Moment, lasst mich mal kurz schnuffeln. Wo habe ich sie denn? Wahrscheinlich bin ich noch ganz hinten da. Karlchen. Karlchen. Erdbeertraum gratis. Oh, gibt es jeden Tag was anderes gratis? Ist ja auch heftig. Ja, genau. Es wird immer. Nee, warte mal. Es wird nicht aufgezeichnet. Ich dachte, das wird vielleicht aufgezeichnet. Aber ich glaube nicht. Live-Programm. Ach doch, Mediathek. Live-Sendung verpasst. Seht ihr wohl? Das meine ich nämlich. Bla 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 bla. Eine Stunde Raupenbahn. Das ist jetzt. Ach so, ich muss wahrscheinlich zurückgehen. Nun geh mal zurück. Jahre später und wir sind irgendwann an einem Dienstag angekommen. Jo, alles klar, man kann es also auch hinterher gucken. Also geht immer runter. Ach, ist das schön. Ja, also wenn ich es verpassen sollte, kann ich es immer noch hinterher angucken. Das ist auch noch schön. Ach ja, Karlchen. Irgendwann komme ich wieder und dann geht es wieder rund. Ich schon wieder. Ich bin auf der Webseite gewesen oder bin noch auf der Webseite von Karlchen, weil ich einfach wissen wollte, ob es bei uns in Elstal irgendwas Neues gibt. Ja. Etwas Großes Neues. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So eine riesige, wie Schiffsschaukel, aber das sich dreht. So ein Teil. Und hoch und runter, also ne, so kippt man aus einer Fensterbank auch schon. Oh mein Gott. Ernsthaft? Oh.
mein Gott. Ich will da hin, bitte. Also ich meine, so, das ist ein Regenschirm. Und ab mal. Bitte was? Es gibt einen Zug? Ach du meine Güte. Es gibt eine Parkbahn. Was? Bitte? Beide Sachen seit Abfahrt Mai. Ich glaub das nicht. Es wird echt immer mehr Freizeitpark, oder? Also ich finde es großartig. Ich fand Karlchen ja schon toll, als es neu eröffnet hatte und halt nur für die kleinen Kinder irgendwie was war. Aber es wird immer mehr Freizeitpark. Großartig. Ich habe mir diese eine Sache von letzten Jahr, vorletzten Jahr? Vorletzten Jahr, glaube ich, waren es. Ich glaube, es müsste vorletztes Jahr im Winter gewesen sein, wo es aufgemacht wurde. Habe ich dann nicht mitgemacht, weil dann kam Corona. Aber jetzt gibt es ja noch mehr neues Zeugs. Toll, 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 toll. Da lohnt es sich ja richtig, dann nochmal hinzugehen. Also sowieso, aber da ist so viel Neues.